Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute und einem kleinen News-Video, Informationsvideo für euch. Und zwar geht es um zwei Sachen. Die erste wichtige Information: nächsten Mittwoch, das heißt am 22. Februar, wird es einen neuen Patch geben. Nicht am Dienstag, wie wir es sonst kennen, sondern am Mittwoch. Und hier geht es um die Balance-Änderung. Das heißt, es wird ein Patch sein rund um die Klassen, um Skills und um Anpassungen in diesem Falle. Das heißt für uns natürlich auch, dass wir uns darauf einstellen können, dass manche Sachen bestimmt genervt werden, manche werden gebufft. Ich werde dazu auch entsprechend nächste Woche dann ein Informationsvideo machen, um jedem so zu zeigen, welche Klasse eigentlich was bekommen hat, wo wurde was getweakt, wo wurde was verbessert und wo etwas verschlechtert. Das ist die erste Information. Das heißt, hier bitte auch an euch eine Bitte, an meine Community, bitte, bitte, rennt jetzt den ArenaNet-Leuten nicht die Bude ein, nur weil es irgendwie diese Ankündigung gab. Es gibt in den Foren und auf Reddit unglaubliche Flame-Bewegungen, weil alle schon Angst haben, oh Gott, was wird geändert, meine Klasse wird genervt, ich hab's gewusst, schon immer, bla bla bla. Ich blende euch jetzt hier mal zwei Bingos ein, zwei Real Balance Outcome Bingos und da könnt ihr mal aus Spaß das Ding spielen. Das haben die Reddit-Leute gebaut rund um diesen ganzen, diesen ganzen Flame wieder jetzt und mal schauen, was davon auf jeden Fall dann zutrifft am Ende. Das ist also die erste Information, das heißt PvP-Patch am Mittwoch, dem 22. Februar. Und das zweite Ding, was sehr wichtig ist für all die anderen Leute, die sich natürlich auch mit PvP und Co. beschäftigen, das ist dann die Information von Grant Gertz, heißt der gute Typ, glaube ich, und der hat uns gesagt, dass ArenaNet jetzt mit dem nächsten Release, also vermutlich auch am Mittwoch, dann neue Arten und neue Wege einbindet für die aufgestiegene Rüstung und Waffen. Das heißt, die alten Sachen bleiben natürlich drin, das heißt in den Fraktalen dieser Weg, aber auch im PvP. Ich weiß es nicht, inwieweit sich das auch auf die Raids bezieht oder auch aufs World vs. World. Was aber hier gesagt wurde in dem Statement, ist ganz klar, dass ArenaNet nicht zufrieden ist mit dem Weg, den manche hier nur gehen mussten, um eben was zu bekommen. Da ist mit Sicherheit gemeint, dass es im PvP unglaublich leicht war, einfach nur durch ein bisschen Spielen sich aufgestiegene Rüstungsteile zu holen. Es hat nicht mal Gold gekostet und hier in diesem kleinen Statement sagt der gute Gertz darüber, dass sie also das ein bisschen ausgleichen wollen. Das heißt, ich gehe davon aus, sie wollen die Fraktalpreise ein bisschen runterschrauben, aber auf jeden Fall im PvP die Preise hochschrauben. Und was sie auf jeden Fall tun, das ist bei jeder Art und Weise, wie wir also aufgestiegene Mats bekommen oder aufgestiegene Rüstungsteile bekommen, dass wir da das Crafting mit einbeziehen. Das heißt, egal ob wir in den Fraktalen uns aufgestiegene Sachen holen wollen, im PvP, und ich denke auch die Raids sind damit betroffen, ihr müsst auf jeden Fall einen entsprechenden Beruf schön weit oben haben. Ich gehe davon aus, hier ziehen sie darauf ab, einfach wieder die Berufe ein bisschen ins Zentrum zu rücken, denn wir wissen ja, eigentlich braucht man für aufgestiegene Rüstungen und Waffen 500, also Level 500 in dem entsprechenden Beruf. Das wurde ja mitunter oftmals jetzt ganz einfach ausgehebelt, weil man im PvP und in den Fraktalen überhaupt keinen Beruf eigentlich braucht für diese Fraktalausrüstung und in dem Fall eben auch für diese aufgestiegenen Rüstungen. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von dieser Idee, habe aber ein bisschen Angst, dass jetzt natürlich trotzdem wieder die Preise ein bisschen explodieren werden, weil jetzt die Leute doch die 500er Level brauchen in ihren Berufen, da vielleicht ein bisschen Auge drauf haben, womöglich gibt es da Preisanpassungen und wir müssen auf jeden Fall schauen, inwieweit die Preise in den Fraktalen nach unten gehen, inwieweit die Preise in den PvP-Belohnungen nach oben gehen, das heißt, dass es da eben auf jeden Fall mehr kostet. Und was ihr aber auf jeden Fall euch schon mal merken könnt, bei jeder Art und Weise, wie wir also aufgestiegene Sachen jetzt bekommen, gibt es einen ganz klaren festen Goldpreis, den man dazu bezahlen muss, und es gibt eine ganz klare feste, ganz, ganz klaren festen Aufwand, den ihr bringen müsst, nämlich ihr müsst einen Beruf haben und damit irgendwelche Tokens herstellen und damit dann euch die Truhe holen. Ja, das war's auch schon zu diesem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diese Balance-Änderung. Ich hoffe, sie trennen dieses Mal PvE und PvP sehr deutlich voneinander. Ich bin gespannt, wünsche euch dann noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!